Hey ihr Lieben, ich stehe gerade hier in meinem Badezimmer und nach einem schnellen Blick in den Spiegel merkt man schon, es ist mal wieder Zeit zum Friseur zu gehen. Die Haare sind ziemlich viel gewachsen. Ich glaube, ich war schon seit gut 3 Monaten nicht mehr beim Friseur. Ich gehe immer so alle 2 bis 3 Monate, ich zögere das irgendwie immer so lange raus, weil ich immer denke, ja, geht schon noch, passt schon noch und dann irgendwann sind sie so lang und das geht gar nicht mehr. Das heißt, jetzt sind die Ohren total, über den Ohren total lang geworden, hinten sieht es dann immer total unmöglich aus, hier der Nacken muss gemacht werden, also es sieht echt unmöglich aus, man kann so nicht mehr rausgehen. Hier oben wird es mal total lang, das muss auch wieder durchgestuft werden, bisschen ausgedünnt werden und ja, an den Seiten hier auf jeden Fall bisschen kürzer, da lasse ich es immer auf der längsten Stufe schneiden, das müssten so 12 mm sein. Ich bin da nicht so ganz im Klaren mit den Millimeterangaben. Genau, obendrauf muss bisschen kürzer werden. Und ich trage sie immer so zur Seite. Das will ich auch beibehalten, also sie dürfen nicht zu kurz werden. Hier habe ich einen Wirbel, von daher darf dort auch nicht zu viel abgeschnitten werden. Sonst habe ich so eine Antenne. Man sieht da schon die Tendenz. Das will immer hier nach da, aber das will ich nach da haben. Genau, also ich trage sie immer gerne hier an den Seiten ein bisschen kürzer und dann mit Übergang ein bisschen länger werden auf dem Oberkopf. Genau, dann fahren wir jetzt mal in die Stadt und schauen, wie das der Friseur hinkriegt. Ich gehe seit gut einem Jahr immer zum gleichen Friseur hier in München. Verlinke ich euch gerne mal in der Infobox und jetzt gehen wir zum Friseur. Los geht's! Ich bin jetzt hier am Kurfürstenplatz in München angekommen. Hier gleich ums Eck ist mein Friseur. Es windet ein bisschen und meine Haare sind echt so lang geworden. Es ist unglaublich, bis nicht geschnitten werden. Also auf zum Friseur und schneiden lassen. Letzter Blick. Mega lang. Bis dahin. So, gerade raus vom Friseur. Leider nicht ganz so zufrieden. Er hat leider hier rechts ein bisschen zu viel abgeschnitten, sodass die Haare hier abstehen. Das gefällt mir nicht so, aber es ging so schnell, ich konnte gar nichts sagen irgendwie. Und er war nicht so konzentriert. Irgendwie war ich auch bei dem anderen und das war nicht so gut. Ja, wächst nach. Entweder das wird zu lang gelassen oder es wird zu viel abgeschnitten. Irgendwie gibt es nichts dazwischen. Jetzt wisst ihr, warum ich so ungern zum Friseur gehe. Aber es passt und jetzt gehe ich einfach heim und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von nahem an. So, ich bin gerade reingekommen vom Friseur und hier nochmal der Haarschnitt ein bisschen genauer. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich davon halten soll. Es ist nicht so schlimm geworden, aber es nervt mich halt, dass er hier wieder so viel abgeschnitten hat. Weil normalerweise muss es hier ein bisschen länger sein, damit die eben nicht so hoch stehen und ich sie hier rüber tun kann. Und er hat das so schnell abgeschnitten. Ich weiß, wenn einige sagen, ja, jammer nicht so auf hohem Niveau, sind nur Haare, es sind auch nur Haare und sie wachsen auch wieder nach, aber es nervt mich halt. Jetzt werde ich mal schauen, wie ich sie stylen kann, dass sie mir ein bisschen besser dann gefallen. So. So, ich nehme jetzt hier ein bisschen was von dem Got2be Strandmatte. Nehme ich schon jetzt einige Jahre, weil das einfach gut ist. Nicht zu viel, manchmal nehme ich da ein bisschen zu viel von. So rein. Mache ich mal so. Ja, das nervt mich halt, das hier zu abstehen. So, ich bin jetzt mal hier rausgegangen, weil hier das Licht ein bisschen besser ist als da im Bad. Und ich habe gerade eben schon mal gefilmt und meine Haare abgeschnitten gehabt, also meinen Kopf. Ja, jetzt sieht man nochmal das Ergebnis ein bisschen besser. Es ist jetzt doch nicht so schlimm, wenn man sie ein bisschen stylt. Immer nach dem Friseur denkt man, oh Gott, das wurde so viel abgeschnitten. Mich ärgert halt nur, dass hier an dieser Stelle so viel abgeschnitten wurde, weil das dann wieder so absteht. Aber ich habe daraus gelernt, ich muss dem Friseur wirklich immer sagen, nicht so viel hier abschneiden, weil das ein Wirbel ist. Ich denke mal, die sehen das selber, die sehen das irgendwie nicht. Genau. Ihr könnt mir gerne mal eure Friseur-Fails in die Kommentare schreiben.